Und dazu begrüßen wir jetzt hier bei uns im Studio Maximilian Kraus, den Bildungssprecher von der FPÖ Wien. Schönen guten Tag, fein, dass ihr bei uns seid. Danke für die Einladung. Ja, die Coronavirus-Zahlen, sie steigen hier bei uns in Österreich. Noch einmal kurz die aktuellen Zahlen. Wir halten derzeit in Wien bei 4.486 aktiven Fällen ein Plus von 172. Sie haben heute in einer Pressekonferenz befürchtet, dass ein Kurz-Ludwig-Lockdown droht. Wie kommen Sie zu dieser Annahme? Naja, wir haben an den Schulen das Problem, dass es so wie in Restösterreich und bei allen anderen gesellschaftlichen Situationen es ein enormes Verordnungschaos gibt. Man hätte eigentlich den ganzen Sommer Zeit gehabt, um sich vorzubereiten, um sicherzustellen, dass die Eltern sich auskennen, dass die Schüler sich auskennen, dass aber auch die Lehrer sich auskennen und wissen, was zu tun ist, wenn ein Schüler zum Beispiel hustet oder wenn sich ein Schüler nicht so gut fühlt und welche konkreten Schritte dann eingeleitet werden müssen. Das ist allerdings nicht passiert, sondern ganz im Gegenteil, man hat nichts getan, man hat dann kurz vor Schulbeginn seitens der Bundesregierung eine Corona-Schulampel vorgestellt, die allerdings gar keine gesetzliche Grundlage hatte, deswegen auch heute nicht mehr gültig ist. Und auf Wiener Ebene hat Rot-Grün das Problem auch verschlafen, auch keine Vorbereitungsmaßnahmen getroffen. Und deswegen haben wir jetzt die Situation, dass Lehrer überfordert sind, Schüler überfordert sind, Eltern überfordert sind und sich niemand auskennt. Und deswegen fordern wir hier endlich klare Ansagen, gute Maßnahmen und einen geregelten, normalen Schulbetrieb. Sie haben drei Punkte formuliert, wollen wir die gerne mal abarbeiten, was Sie hier fordern. Zum Beispiel ein sofortiger Krisenstab bzw. ein Notfallplan soll noch in dieser Woche an den Start gebracht werden. Was soll denn der Krisenstab erarbeiten und wie soll der Notfallplan aussehen? Schauen Sie, wie gesagt, bis jetzt, man hätte den ganzen Sommer Zeit gehabt, um sich vorzubereiten, hat man nicht getan. Jetzt brauchen wir einen Krisenstab, einen Notfallplan, der sofort einberufen werden muss, wo sichergestellt wird, dass Eltern und Kinder Tests im Fall von Corona-Verdachten im Umfeld in der Schule noch am gleichen Tag bekommen und dann vor allem auch das Ergebnis am gleichen Tag bekommen. Es kann ja nicht sein, dass Eltern und Schüler ein Symptom haben, beispielsweise bei einem Mitschüler, anrufen, die Hotline 1450 und dann eine Woche lang warten müssen und dann erst ein Test durchgeführt wird. Hier brauchen wir Tests am gleichen Tag, Ergebnisse am gleichen Tag und Klarheit für alle Betroffenen. Und jetzt gibt es noch dazu von Rot-Grün eine weitere Schikane, die haben eine zweite Hotline eingerichtet. Da kann man anrufen, da hebt aber gar kein Arzt ab, gar kein Gesundheitspersonal, sondern irgendein Verwaltungsbeamter in der Bildungsdirektion. Das heißt, hier braucht man direkte Tests, schnelle Ergebnisse und einen guten Unterricht und keine weiteren Schikanen. Es wurden ja Google-Tests versprochen für die Schülerinnen und Schüler. Sehen Sie das Projekt etwa gescheitert? Das Problem ist, dass man jetzt mehrere Wochen bereits nach Schulstart in Wien erst jetzt auf die Idee kommt, überhaupt Google-Tests durchzuführen. Jetzt sagt man, die werden kommen. In Wahrheit müssten die längst da sein. Es ist auch nicht entscheidend, ob es ein Google-Test oder eine andere Form des Tests ist. Wichtig ist, dass am Tag, wo ein Symptom auftritt, getestet wird und am gleichen Tag auch ein Ergebnis da ist, damit nicht, wie es jetzt der Fall ist, 7 Tage, 10 Tage lang gewartet werden muss und damit enorme Folgekosten und Folgeprobleme entstehen. Sie haben auch einen Skandal, unter Anführungszeichen, geäußert, dass ein negativ getesteter Lehrer, der keine Symptome hat, aber Kontakt zu einem positiv Getesteten hatte, gar nicht zum Unterricht erscheinen muss, wenn er nicht will. Ja. Wie sieht es in diesem Fall konkret aus? Das ist der nächste Wahnsinn, den in Wien der Bildungsstadtrat und damit auch die SPÖ zu verantworten hat. Ein Lehrer, der einen negativen Test hat, kein Corona hat, auch keine Symptome aufweist, daher natürlich, muss nicht in der Schule erscheinen zum Dienstantritt, wenn er sagt, er bleibt lieber zu Hause. Und das ist genau der falsche Ansatz. Jemand, der nachweislich kein Corona hat, der muss in die Schule kommen, weil die Schüler, die müssen ja betreut werden, die müssen auch einen Unterricht erfahren, die haben ein Recht auf Bildung. Und die Eltern haben auch ein Recht darauf, dass ihre Kinder in der Schule betreut werden und nicht die Lehrer zu Hause bleiben können. Und da braucht es auch seitens der Stadt Wien endlich die Möglichkeit, dass Lehrer, die in genauso einer Situation sind, wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren dürfen. Das ist ja die nächste Schikane seitens der Stadt Wien. Lehrer, die negativ getestet wurden, aber irgendwann einmal Kontakt mit jemandem Positivem hatten, aber jetzt nachweislich negativ getestet sind, dürfen nicht einmal mit der U-Bahn fahren. Entschuldigung, hier muss es aufhören, diese Ungleichbehandlung. Hier müssen Lehrer auch die Möglichkeit bekommen, zur Schule zu fahren, aber dann umgekehrt auch wieder die Pflicht haben, die Kinder zu beaufsichtigen und einen Unterricht durchzuführen. Sie befürchten also einen neuen Lockdown auch in den Schulen. Wann befürchten Sie, dass das Homeschooling wieder Realität ist? Das Homeschooling würde gerade bei den Kleinen, bei den Volksschülern und in den Pflichtschulen zu Riesenproblemen führen. Und das wäre ein Homeschooling und ein Lockdown, der auf Kosten und auf Verantwortung von Blümel, Ludwig
und der Bundesregierung geht. Weil hier hätte man Maßnahmen treffen müssen im Sommer, um vorbereitet zu sein, Teststraßen für Schulen aufbauen, genügend Tests ankaufen, zur Verfügung stellen und sicherstellen, dass es zu keinem neuen Lockdown kommt. Aber wann rechnen Sie damit? Entschuldigen Sie, es kann in den nächsten Wochen der Fall sein, wenn man jetzt nicht unsere Maßnahmen befolgt und umdenkt. Es kann doch nicht sein, dass die Schulen wieder zusperren, in der Folge die Eltern zu Hause bleiben müssen, auf ihre Kinder aufpassen müssen, die dann nicht arbeiten gehen können und somit der Wirtschaft und den Unternehmen so endgültig der Todesstoß versetzt wird. Hier braucht es einmal eine gute Planungspolitik seitens der Stadt Wien, aber auch der Bundesregierung und deswegen unser Drei-Punkte-Konzept. Wenn man das umsetzt, kann man vielleicht dem Lockdown noch entkommen. Blicken wir jetzt auf den aktuellen Wien-Wahlkampf. In drei Wochen hat ja Wien bereits gewählt. Wie sehen Sie aktuell den Wahlkampf? Finden Sie, läuft er aktuell gut oder wird er komplett von der Corona-Thematik überschattet und daher etwas schleppend? Ich würde es für wichtig befinden, dass wir in dem Wahlkampf auch über Wien-Themen sprechen, weil Corona ist aktuell ein großes Thema, ja. Aber es kann nicht sein, dass die Bundesregierung jeden Tag eine große Pressekonferenz macht, über die dann berichtet wird, der Herr Bürgermeister eine Pressekonferenz macht, über die berichtet wird und sich alles nur um Corona dreht. Entschuldigung, wir haben in den letzten 5 Jahren in Wien eine Reihe von Skandalen gehabt. Krankenhaus Nord, Islamkindergärten, Rekordarbeitslosigkeit auch vor Corona, Verkehrsschikanen durch die Grünen. Das sind die Themen, über die wir sprechen sollten. Weil in den nächsten 5 Jahren wird es in Wien eine Regierung geben, die Wien auch regieren muss in der Nach-Corona-Zeit. Und hier brauchen wir einen Weg weg von Rot-Grün, weg von der ÖVP, die auf Bundesebene auch mit den Grünen macht, hin zu einer starken FPÖ, die auch wieder einen echten Kurs für die Wienerinnen und Wiener sicherstellt. Und dass das die anderen Parteien nicht wollen, ist mir klar. Aber hier müssen wir über die Themen reden, die entscheidend sind. Es ist zu erwarten, dass es eine massive Briefwahl sein wird, dass viele die Briefwahl nutzen werden und erfahrungsgemäß profitieren SPÖ und ÖVP von einer Briefwahl. Wie hoch rechnen Sie mit Ihrem Stimmverlust? Naja, ich glaube, dass wir einen guten Wahlkampf führen, dass wir jetzt auch natürlich unsere Wähler dazu aufrufen, egal ob sie Briefwahl nutzen oder am Wahltag zur Wahl gehen, Hauptsache sie nehmen von ihrem Wahlrecht Gebrauch, weil so wie es in den letzten 5 Jahren mit Rot-Grün war, so kann es nicht weitergehen. Und wer dazu ein Gegengewicht möchte, wer möchte, dass ein Umdenken kommt und dass Rot-Grün abgewählt wird, der kann das nur mit einer starken Stimme für die FPÖ tun, weil die anderen Parteien, die wollen sowieso nur das Beiwagerl von Herrn Bürgermeister Ludwig sein, wir sind da anders. Sie hatten ja am Wochenende eine große Wahlkampfveranstaltung in Wien-Simmering und wir haben es heute auch in der Morningshow berichtet. Schutzmaßnahmen hat es hier kaum bis gar nicht gegeben. Was sagen Sie zu diesem Skandal? Nein, schauen Sie, das war eine Veranstaltung unter freiem Himmel. Und jeder weiß mittlerweile, dass unter freiem Himmel fast keine Ansteckungen möglich sind. Wir haben Desinfektionsmittel aufgestellt, wir haben Namenslisten angefertigt, wer gekommen ist. Und wir hatten am Ende eine tolle Veranstaltung mit hunderten Bürgern, die im 11. Bezirk einen erfolgreichen FPÖ-Bezirksvorsteher gefeiert haben und die sich wünschen, dass diese Amtszeit von ihm dort auch verlängert wird und weitergeht. Und es kann eben nicht sein, dass man einen Wahlkampf verbietet, dass man den Parteien, im Speziellen der FPÖ, hier verbieten möchte, in Kontakt mit den Bürgern zu treten, sich die Probleme der Menschen anzuhören, Lösungsvorschläge anzubieten und auf der anderen Seite nur Regierungspressekonferenzen stattfinden, wo es jeden Tag neue Verbote und Maßnahmen gibt. Das ist nicht unser Weg. Wir wollen mit den Menschen sprechen, wir wollen Dinge besser machen, wir wollen mit ihnen direkt kommunizieren und das werden wir auch in den nächsten Wochen tun. Und da gehört auch das Händeschütteln dazu. Wenn ein Bürger mir die Hand reicht, dann werde ich sie ihm natürlich nicht verwehren. Ich glaube, die Österreicherinnen und im Speziellen die Wienerinnen und Wiener, die wissen schon, was gut ist, die kennen sich aus mit Handhygiene, die halten auch den nötigen Abstand und die brauchen keine Strafe an die Bundesregierungen, die ihnen Geldstrafen aufbrummt, die Gastronomie endgültig den Todesstoß versetzt und die jetzt mit einem eigens verursachten Lockdown auch die Schülerinnen und Schüler gefährdet. Was machen Sie nach dem Handshake? Gleich desinfizieren? Nicht nach jedem, aber ich glaube, wenn man auf einer Veranstaltung, wo einem Leute die Hand gereicht haben, dann kann man sich natürlich gut die Hände waschen, das ist eine sinnvolle Sache. Damit wünsche ich Ihnen noch einen weiteren erfolgreichen Wahlkampf. Danke und viel Desinfektionsmittel. Danke. Dankeschön. Gut, und wir kommen zu weiteren Breaking News.